Hallo, heute kommt ein Video über meine Ausbeute aus der Glamour Shopping Week. Falls du nicht weißt, was das ist, dann nur einmal ganz kurz. Also die Zeitschrift Glamour hat ja ab und an diese Aktion, dass sie diese Shopping Card hat und dann kriegt man in ganz, ganz vielen verschiedenen Läden Prozente. Und das war eben dieses Mal auch wieder so und ja, viele Mädels haben diese Chance genutzt und ich natürlich auch. Ich komme gerade vom Shoppen, also gerade eben bin ich nach Hause gekommen und muss dir natürlich sofort zeigen, was ich alles erbeutet habe. So sieht das Ganze aus und ich zeige dir jetzt einmal, was da so alles drin ist. Nur eine Sache kann ich dir nicht zeigen, das ist nämlich meine Bestellung bei Zoeva. Die habe ich auch erst heute Morgen aufgegeben und ja, das Päckchen kommt eben erst nächste Woche an, deshalb tut es mir schrecklich leid. Aber wenn du wissen möchtest, was da drin ist, dann folge mir auf Instagram. Eine kleine Eigenwerbung, gut dazwischen geschoben. Da werde ich natürlich dann sofort posten, wenn die Pinsel da sind, dann zeige ich einmal, was ich da so bestellt habe. Also folge mir auf Instagram und ansonsten legen wir es los. Und zwar habe ich bei Vero Monat am allermeisten gekauft. Deshalb legen wir auch mit dieser Tüte da los. Und das erste ist dieses Teil hier. Das ist ein Pullover, ein grauer. Und der ist richtig dick und schwabbelig. Also der ist so richtig weit geschnitten. Und ja, das ist ja irgendwie offensichtlich modern, weil überall sieht man diese Pulloverarten. Und der ist vom Stoff her eher so ein bisschen dünner. Eigentlich friere ich ja immer, aber wenn der Pullover dann zu dick ist, dann ja, neige ich auch zum Schwitzen. Und deshalb ist das ganz gut so, dass er etwas dünner ist und die Ärmel sind dann etwas eng anliegender und ich finde das sehr, sehr hübsch, wenn man die dann so ein bisschen ja, so hochkrempelt. Das sieht dann so richtig modern aus irgendwie, finde ich. Und dazu passend habe ich mir eine Leggings gekauft. Das ist diese hier, einfach eine schwarze, ganz normal. Die hat aber so einen leichten, ja, Tiermusterprint drauf. Passend dazu habe ich mir noch diese Kette hier mitgenommen. Das ist einfach eine silbrige, die auch glänzt, aber das Material bricht wohl schnell. Also die Verkäuferin meinte zu mir, ich muss da wohl sehr aufpassen, nicht, dass sie mir gleich kaputt geht. Aber ich bin sowieso immer vorsichtig mit sowas und ich fand, die passt jetzt eigentlich sehr gut zu diesem gesamten Outfit. Und ja, das ist das Outfit Nummer 1. Dann habe ich noch ein Pullover dort gekauft zusätzlich. Das ist dieser, ja, beigefarbene, so ein bisschen leicht ins Gelb gehende. Der ist vom Material her nochmal etwas dicker gestrickt als der graue. Der ist auch vorne kürzer als hinten. Finde ich auch eigentlich ganz hübsch im Moment, muss ich sagen. Und auch die Ärmel, finde ich, sieht gut aus, wenn man die so ein bisschen hochkrempelt. Und man kann dazu natürlich nochmal darunter ein Hemd zum Beispiel tragen mit so einem Kragen. Das sieht ganz gut aus. Oder eben einfach nur so ein Unterhemd, das vielleicht hautfarben ist. Das werde ich wahrscheinlich so machen, dass dann so ein bisschen länger ist und dann so rausguckt. Also das finde ich ganz hübsch. Und ja, dazu passen ja eigentlich auch alle möglichen Hosen. Also ich finde, allgemein mag ich zu sowas eher was Schwarzes, Enges dann an den Beinen und dann vielleicht so schöne Boots dazu. Also so kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und jetzt kommen wir zu meiner H&M-Tüte, die irgendwie ja, anders aussieht. Ich war auch total überrascht, aber offensichtlich gibt es die andere Tüte, also die normale Tüte, im Moment gar nicht. Nun gut, wir halten uns nicht daran auf. Bei H&M war das leider so, dass es nur auf ein einziges Teil ja, 20% gab. Also man konnte sich das aussuchen, egal was man sich eben kauft. Ich habe mich für diesen Pullover hier entschieden. In Senfgelb. Ich finde, diese Farbe steht mir einfach unglaublich gut, obwohl ich ja, ja Chinesin bin und gelbe Hautfarbe, so olivfarbene Hautfarbe schon habe, dachte ich eigentlich immer, das passt vielleicht nicht so ganz, aber irgendwie finde ich, steht mir diese Farbe unglaublich gut und ja, deshalb bin ich sehr froh, dass ich so einen richtig dicken Strickpulli in dieser Farbe jetzt gefunden habe. Der ist jetzt auch so geschnitten, dass er vorne kürzer ist und hinten länger und das ist allgemein so eine dickere Wolle und so ein bisschen grober gestrickt, würde ich sagen. Dann habe ich mir noch etwas bei H&M mitgenommen, obwohl es darauf jetzt keine Prozente gab, aber ich fand, das passte jetzt einfach, deshalb habe ich das einfach mitgenommen. Das ist nämlich dieser Schal. Das ist so ein Rundschal und den kann man sich halt doppelt einmal um den Hals machen und dann ist das hier auch richtig dick und wulstig und ich finde das so für den Herbst, Winter, da kann man sich so richtig drin reinkuscheln. Ich mag das total gerne. Dann war ich als nächstes bei Orsay und Orsay ist ja sowieso mein Lieblingsladen für Klamotten. Ich finde da immer irgendwas. Und da gab es dieses Mal 20% auf alles und ja, da muss ich natürlich sofort zuschlagen. Das erste, was ich mir gekauft habe, kommt dir vielleicht bekannt vor. Das ist nämlich dieser Pullover hier und der sieht eigentlich genauso aus wie dieser Pullover hier, den ich gerade anhabe, nur eben in einer anderen Farbe. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass sich bei Orsay ab und an mal die Sachen wiederholen, nur in anderen Farben. Also das kommt ab und zu mal vor. Und ich finde ihn total hübsch. Also rosa ist ja sowieso so meine Farbe und
Ja, das ist halt so mit so Noppels dran, kann man das so sagen. Ja, das ist nochmal dicker gestrickt, so ein paar dickere Noppels sind da nochmal reingestrickt. Und ich finde, das macht nochmal so was Besonderes in diesen Pullover rein, dass er eben nicht nur ganz normal so glatt ist. Und der Schnitt ist auch sehr interessant. Der ist nämlich hier am Kragen so ein bisschen ja, gerader. Und dann kann man da halt eben auch nochmal sehr gut ein weißes Hemd drunter anziehen. Da habe ich mir diesen hier mitgenommen, mit diesem Kragen hier oben. Und vor allen Dingen hat er eben auch eine schöne Länge, also dass man den auf jeden Fall noch sieht, wenn man darüber einen Pullover anhat, dass es da drunter rausscheint. Und das passt eben auch sehr gut zu diesem Pullover hier. Schon wieder grau. Ja, ich werde als nächstes öfters mal als graue Maus gehen. Den finde ich auch sehr hübsch, weil er allgemein etwas kürzer geschnitten ist. Der hat hier hinten auch nochmal so einen Reißverschluss in Silber als Detail. Sehr verschwielt. Finde ich sehr, sehr hübsch. Und ja, ich fand den von der Form her auch sehr passend. Also ich finde, ich sehe darin nicht dick aus, sondern ja, man kann irgendwie die Silhouette immer noch erahnen. Und dazu passend habe ich mir noch mitgenommen diese schwarze Hose, diese Traggins heißt das ja. Und die hat hier noch an den Seiten eben noch so ein bisschen Muster drin. Dann habe ich mir noch ein Oberteil mitgenommen, nämlich dieses hier, das so ein bisschen hippiemäßig aussieht. So ein bisschen bohemienmäßig, ist ja auch in irgendwie jetzt gerade im Herbst. Da muss ich aber allerdings sagen, dass ich noch nicht weiß, wie ich den kombiniere. Ja, vielleicht hast du da ein paar Tipps für mich, wäre ich sehr dankbar drum. Ich hatte versucht, das mit so einer leichten braun-weißen Fellweste zu kombinieren. Das war nämlich bei Orsay so ausgestellt gewesen. Aber das hat mir nicht so gut gestanden, fand ich. Das war auch nicht so ganz mein Stil. Aber ansonsten, falls dir irgendwas einfällt, also bitte gerne her damit, mit deinen Ideen. So, das war der Orsay-Einkauf. Dann kommen wir jetzt zum Schluss noch zu meinem Hunkemöller-Einkauf. Ja, Hunkemöller? Nein, ich zeige dir jetzt nicht meine Spitzenunterwäsche, sondern ich habe was viel Cooleres gekauft. Nämlich einen Bademantel und zwar in Pink und der ist so flauschi-wauschi und ja, ich finde den total hübsch. Ich fand den ziemlich teuer, muss ich ehrlich sagen. Der hat jetzt runtergesetzt mit den 20%. 30 € gekostet. Aber der ist auch irgendwie total verspielt, weil er auch hier vorne diese Rüschen hat. Also es sieht so aus wie Rüschen, weil das so irgendwie so zusammengenäht wurde. Und der hat auch eine Kapuze, also die man sich eben auch noch drüber ziehen kann. Und ja, ich weiß nicht, allgemein finde ich den jetzt total hübsch. Den gab es auch nochmal in rosa, also in Babyrosa. Aber den gab es leider nicht mehr in meiner Größe. Deshalb, ja, den hätte ich wahrscheinlich sogar noch lieber gehabt. Aber mit dem hier bin ich natürlich auch sehr, sehr zufrieden. Und das war es auch schon. Also wie gesagt, die Pinsel werde ich dann noch auf Instagram posten. Und schreib mir auf jeden Fall mal, ob du auch irgendwas gekauft hast in der Glamour Shopping Week. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Mädels da richtig zugeschlagen haben und bestimmt noch viel mehr gekauft haben als ich. Also schreib mir, was du dir alles geholt hast, wo du überall warst. Dann verlinke ich unten noch meine beiden letzten Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.